Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute haben wir ein paar Queen Walk Yeti Smash Fights mit im Angebot. Wie ihr sehen könnt, ein paar schöne Layouts, die wir hier zerlegen werden. Also viel Spaß damit! Der Steher zeigt uns hier gleich mal, wie das so richtig funktioniert. Wir haben ja jetzt auch schon Warden Walk Yeti Smash gesehen. Vom Prinzip her ungefähr dasselbe. Der Warden kann nur wesentlich tiefer in die Base reinreichen, da er auch über die Mauern drüber springen kann. Die Queen ist dafür wesentlich effektiver und schneller, kann aber nicht über die Mauern drüber springen. Das heißt, sie kann maximal das erste Gebäude, wenn es gut steht, vielleicht auch noch das zweite Gebäude hinter den Mauern holen. Aber da ist halt der Warden effektiver, deswegen man muss da wirklich sehen, wie man in die Base reinkommen will, wie tief die Gebäude stehen, ob da vielleicht ein Scatter-Shot steht oder ein Multi, den man rausnehmen kann. Hier sehen wir, wird erstmal die gegnerische Clanburg gelockt. Worum sich die Queen kümmern soll, ein Yeti und ein paar Bowler, dass die Queen auch wirklich in die Mitte läuft. Und auf der Seite die neue Baracke mit dem PK und dem Magiern, die hier sehr schön die Seite aufräumen, dass jetzt die Yetis und die Bowler dahinter nicht vergessen, schön in die Base reinlaufen. In dem Fall jetzt war die Queen dazu da, die gegnerische Clanburg aus dem Spiel zu nehmen. Dieser Fight hier ist aus der Ligasaison, also ist er hier auf Nummer sicher gegangen, dass die gegnerische Clanburg nicht den Fight hier versaut. Nicht, dass die gegnerische Clanburg eventuell die Truppen irgendwo hinzieht, wo er sie nicht haben will. In der Mitte jetzt noch einen Jump, um Richtung Scattershot und beiden Multi-Infernos zu gehen. Er schafft es hier, seine Truppen wunderschön zusammenzuhalten. Auch darum, weil er den Roll-Champion auf der rechten Seite gesetzt hat, der dann rechts im Uhrzeigersinn um die Base läuft, die Verteidigung rausnimmt. Ich mag es ja eher, wenn man noch ein, zwei Magier mit dabei hat, die dann die Seite aufräumen. Er hat hier Minions und Bogies mit dabei. Machen dasselbe, dauert nur etwas länger. Aber wie ihr sehen könnt, nicht mehr viel übrig von der Base. Die Yetis und der King haben sich durch die Mauern gefressen und räumen jetzt noch die Seite auf. Wir machen es hier etwas schneller, um gleich zum nächsten Fight zu kommen. Schöner Fight hier von der Steher. Und der nächste Fight ist von Machnix. Wie wir sehen können, eine richtig hässliche Base. Ich kann die überhaupt nicht leiden. In Legende schaffe ich hier meistens nur einen Stern. Keine Ahnung warum. Hab die schon so oft getribbelt in den Übungen, und wenn ich hier in der Liga die Base sehe, wird das überhaupt nichts. Macht nichts, kommt hier am Anfang mit einem Elektrodrachen, der hier wunderschön die Seiten freiräumt. Jetzt hätte ich mal meinen Aufnahmemodus etwas ändern können. Wie ihr sehen könnt, oben die zwei Kreise, die da schwingen, das ist der Warden mit der Queen. Wird hier auch wunderschön der Royal Champion schon rausgenommen, und jetzt seht ihr, haben wir hinter der Mauer eine komplette Reihe frei. Das heißt, die Truppen, wenn die Mauerbrecher es schaffen, gehen hier wunderschön Richtung Luftabwehr. Gleich kommt dann der Erdbebenzauber, dass die Truppen alle zusammen in die Mitte reingehen. Nicht das Rathaus berühren, das heißt, es ist noch nicht aktiv. Kann die Truppen noch nicht verletzen hier. Natürlich gleich den Wut drauf. Wie schon mehrfach erwähnt, ist das das Wichtigste, die Truppen im Wut zu halten, dass auch die Jedi-Mites richtig abgehen. Er zündet hier den Warden kurz bevor das Rathaus hier explodiert. Etwas schlechtes Timing, hätte etwas später sein müssen. Aber erstmal nicht weiter schlimm, er hat es ja geschafft, in der Mitte jetzt so gut wie alle großen Verteidigungen aus dem Spiel zu nehmen. Da es jetzt eigentlich nur noch darum geht, wann die Base komplett gefallen ist, wollen wir nochmal kurz drüber sprechen, was denn wirklich wichtig ist hier. Wie gesagt, am Anfang der Tunnel, dass die Truppen gemeinsam in die Mitte gehen. Wie ihr sehen könnt, alle Truppen noch schön beieinander, die Heilern mit dahinter. So soll das sein. Und auch hier der Royal Champion von hinten dann mit dem Uhrzeigersinn durch die Base, um den Truppen hier etwas Unterstützung zu leisten. Wie gesagt, am Anfang ist es wichtig, dass der Tunnel ausgebildet wird, dass die Truppen auch wirklich zusammen reinlaufen. Die Öffnung der Base mit einem Jump, mit zwei Jump, mit Erdbeben, mit Mauerbrechern, das ist immer dann Geschmackssache, was man haben will. Macht nichts, hat es hier mit Erdbeben und Mauerbrechern gezeigt.
Jetzt wollen wir uns das Ganze mal mit 2 Jump anschauen, wie das funktioniert. Jetzt ist das Ziel hier, den Multi und den Adler rauszunehmen. Natürlich auch die Clanburg aus dem Spiel rauszunehmen. Dazu wird hier erstmal die Queen gesetzt, die Heiler dahinter. Ein Yeti auf der linken Seite und der King auf der rechten Seite, um die Queen auch wirklich über den Jump in die Mitte reinzuziehen. Der Tunnel hier für die Queen hervorragend ausgebildet. Sie geht jetzt wie gewünscht in die Mitte, holt sich hier den Multi, der King oben, zieht noch außenrum seine Bahn, kann noch gezündet werden, das heißt, er macht hier noch richtig Platz. Der Roll-Champion hier zur Unterstützung der Queen auf der linken Seite, der hier natürlich gegen den Uhrzeigersinn in die Mitte der Base laufen soll. Die gegnerische Clanburg hier glockt natürlich mit einem Giftzauber drauf. 2 Eisgolem, eine Hexe, ein paar Bogies, kein Problem. Die sind schnell weg. Den Roll-Champion hier rechtzeitig drücken, sonst holt ihn der Scattershot. Das hat funktioniert. Der Single Inferno macht dann kurz den Prozess, nicht weiter schlimm. Jetzt können oben die Truppen mit einer Ramme in die Base reinlaufen. Da der Roll-Champion unten alle Gebäude geholt hat, zieht die Queen nach oben Richtung der eigenen Truppen. Der Eisgolem vorneweg, die Ramme hinterher. Die Yetis und die Bowler hier hintereinander weg, laufen zusammen wunderschön in die Base. Wichtig ist, dass der King oben die Gebäude alles aufgeräumt hat, dass die Truppen auch wirklich in die Base reinlaufen. Durch den Eisgolem am Anfang hat man gesehen, spart man sich hier einen Frost für den Single, für den Scattershot. Die Truppen laufen jetzt wunderschön gemeinsam mit der Queen gleich Richtung Rathaus. Der Mauerbrecher hat es hier geschafft, den Weg bis zum Rathaus komplett zu öffnen. Das heißt, der Jump ist unten für das letzte Apartment offen. Ein paar Truppen haben sich leider außenrum verirrt, aber das ist auch nicht weiter schlimm, da der Hauptanteil wirklich in die Mitte gelaufen ist. Die Queen kümmert sich jetzt hier um die restlichen Gebäude. Auch heute haben wir wieder 3 unterschiedliche Varianten des Queen Walk Yeti Smash gesehen. Einmal nur um die Clanburg auszuschalten und dann mit den Truppen reinzulaufen. Einmal um eine Seite frei zu machen, um dann mit den Truppen gemeinsam in die Base zu ziehen. Oder wie hier zum Beispiel, eine Seite komplett alleine frei zu machen und die Truppen woanders reinlaufen zu lassen, um sich dann quasi in der Mitte zu treffen. Viele Varianten, viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier noch weitere Fights für euch im Angebot. Schaut sie euch noch an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie immer dann denken, liken, abonnieren und auch einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Video.
We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. You will see. See you.